Äußerlich hat sich beim VDL-FHD nicht viel geändert. Tatsächlich aber kommt hier die neueste Futura-Generation vorgefahren. Das herausragendste Merkmal ist der neue Kraftstrang. So ist nun serienmäßig das neue ZF-Traxon-Getriebe verbaut, ein automatisiertes 12-Gang-Schaltgetriebe, sozusagen der Nachfolger der ZF-Astronic. Das Traxon bietet nun unter anderem die Möglichkeit, einen intelligenten Tempomaten zu ordern, der nennt sich PPC, also Predictive Powertrain Control. Mit dem neuen Getriebe konnten die Schaltzeiten verkürzt werden und die Entaderleistung wurde erhöht. Insgesamt wurde der Bus um 100 kg leichter und der DAF Packa MX-11 Motor arbeitet effizienter als je zuvor. Bereits ab 900 Umdrehungen pro Minute legt nun das maximale Drehmoment an. Bus TV stellt jetzt die neueste Futura-Generation in diesem Film vor. Willkommen zum Supertest von Bus TV Omnibus Revue und Busfahrermagazin. Hinter mir steht der VDL FHD 229, eine relativ kryptische Bezeichnung, aber typisch VDL, so waren sie schon immer, immer praktisch orientiert. Was heißt das? Zwei hinter FHD, zwei Achsen, ganz klar, und das 129 steht für 12,90 Meter Länge. 12,90 Meter Länge bei zwei Achsen bedeutet aber auch gleichzeitig ein relativ großer Radstand. Wir sind so bei 6,90 Meter, knapp 7 Meter Radstand. Dafür haben wir aber einen sensationellen Lenkeinschlagswinkel von 60 Grad. Damit kommt man also wirklich um enge Kurven. 60 Grad schafft meines Wissens nach kein anderer Omnibushersteller. Es hängt auch mit dem Bauraum zusammen. Grundsätzlich ist ja eine ZF-Achse vorne verbaut und die wäre auch bei anderen Fahrzeugen in der Lage, diesen Lenkeinschlag hinzukriegen. Das hat aber was mit dem Bauraum zu tun und den nutzt halt VDL optimal aus. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich erkläre das Fahrzeug ein bisschen im Detail und wir gehen im Uhrzeigersinn um das Fahrzeug herum und beginnen vorne hinter der Tür. So, was befindet sich über der Vorderachse? Bei den meisten Fahrzeugen ein Fach oder in dem Fall hier der Diesel-Einfüllstutzen. Wir haben hier also den Diesel-Einfüllstutzen und daneben ein Kunststoffrohr. Das ist eigentlich eine praktische Sache. Und zwar kann man hier seine Handschuhe deponieren oder auch einen Schlauch, Tülle für den AdBlue-Kanister. AdBlue-Einfüllstutzen befindet sich allerdings nicht hier, sondern auf der gleichen Seite rechts, allerdings im Heck, zeige ich gleich. Ja. Hier im Testfahrzeug sind verbaut ein Tank von 830 Litern. Standardmäßig sind allerdings nur, aber es ist immer noch viel, 500 Liter. Mit diesem 830 Liter Tank hat dieses Fahrzeug 13 Meter lang ein Leergewicht von 13,5 Tonnen. Ja, das muss ich gerade überlegen. Aber es sind 13,5 Tonnen. Gut, gehen wir weiter. Kofferraum. Wir haben hier standardmäßig in dem Fahrzeug parallel nach oben schwenkende Klappen. Ich lasse die mal alleine hochfahren. Und es öffnet sich ein Kofferraum mit einem Kofferraumvolumen in dem Fall von 9,5 Kubikmeter. Wenn man kein WC an Bord hat, dann wären es ungefähr 1,5 Kubikmeter mehr, die man zur Verfügung hat. In dem Fall aber 9,5. Wenn ich diese Klappe öffne, verbirgt sich hier auch noch ein kleiner Bereich vom Kofferraum und dann hier das WC und der Bereich Pumpe, Befüllung und so weiter. Hier haben wir einen Campinganschluss, einen Stromanschluss, einen ganz typischen. Das heißt, ich kann das Fahrzeug hier zum einen die Batterie laden, auf der anderen Seite kann ich aber auch das Fahrzeug, wenn ich stehe und ich habe Außenstrom und habe diesen CEE-Stecker auch mit Strom versorgen. Das heißt, ich kann dann Lüfter laufen lassen, Licht anhaben und brauche keine Angst zu haben, dass mir die Batterien leer gehen. Hier sieht man ein Fenster, klares Zeichen. Hier verbirgt sich eine Fahrerschlafkabine. Im konkreten Fall allerdings ist es nur eine Vorbereitung für die Fahrerschlafkabine. Es handelt sich in dem Fall um, ich sag's mal, ein sogenanntes Mehrzweckabteil. Also hier kann man, weil wir haben ja hier, wenn die Kamera mal rumkommt, ein Rollo. Das heißt, man kommt vom Mittelgang, vom Mitteleinstieg hier rein und könnte hier auch seine Getränkekisten oder Utensilien für die Küche deponieren, beispielsweise. Ja?
Wenn aber der Unternehmer sagt, ich möchte eine Fahrerkabine haben, eine Schlafkabine, dann lassen sich hier natürlich auch noch Lüftungsgeschichten und Telefon einbauen, relativ unkompliziert. Ja, gut, gehen wir weiter. Hier ist der erwähnte Bereich für AdBlue. Befindet sich hinten 45 Liter Tankinhalt. Ja. Ich kann aber auch die gesamte Klappe öffnen. Ich habe die vorher schon mal aufgeschraubt. So, voilà. Und was sehen wir hier? Der AdBlue-Tank. Hier haben wir nochmal ein schönes Fach für den Fahrer. Hier könnte man Werkzeug oder sonst was reintun, was ein bisschen dreckiger werden kann. Und hier befindet sich die Speros Standheizung. Ja, und der VDL-Kenner wird sofort sehen, hier war ja früher der Kühlerbereich. Ja? Und das ist ja alles auf die linke Seite gewandert im Rahmen der Neustrukturierung des gesamten Kraftstrangs. Und ich erzähle dazu gleich mehr und wir gehen dazu einfach mal hier zum Motor rum. So. Na. Gut, das ist also der Motor, ein DAF Packer MX11, 10,8 Liter Hubraum, 330 Kilowatt, 450 Pferdestärken, 2300 Newtonmeter. Ja, also ein wirklich kleiner, feiner Motor mit jeder Menge Leistung und die steht schon in sehr niedrigen Drehzahlbereichen zur Verfügung. Ja, also schon ab 900 Umdrehungen habe ich wirklich das Maximum da. Wir haben eine relativ lange Achsübersetzung von I gleich 2,73, glaube ich, war es. Ja, 2,73. Und das hat zur Folge, dass ich bei Tempo 100 im 12. Gang auf der Autobahn eine Drehzahl habe von, ich glaube, 1090 Umdrehungen pro Minute. Das ist wirklich schön wenig. Und das Ergebnis von solchen, geringen Drehzahlen sind zum Beispiel Verbräuche, wenn ich eine topfebene Autobahn habe. Wir sind gestern gefahren von Nossen nach Linte auf der A9. Das ist eine Autobahn, die ist eigentlich eben, die geht ganz kleines Stück immer runter. Also die Topografie ist ganz leicht abfallend, aber eher so im Promillebereich. Und da haben wir tatsächlich einen spektakulären Durchschnittsverbrauch gehabt mit diesem Fahrzeug von knapp über 16 Liter auf 100 Kilometer. Und das muss man erstmal bringen. Mit so einem Fahrzeug habe ich schon lange nicht mehr geschafft. Vergleichbare Fahrzeuge bin ich in diesem Jahr gefahren mit knapp unter 20 Liter. Also das ist eine echte Hausnummer. Hier sieht man also der Motor. Wir haben hier verbaut, wenn die Kamera noch mal ein bisschen näher rankommt. Das sind Detektionssensoren, wenn es zu heiß wird, wenn der Motor Feuer fangen würde. Moment. Zack. Ja, wenn der Motor Feuer fangen würde, das heißt, dann bekomme ich als Fahrer vorne eine Warnung. Eine Feuerlöschanlage ist in dem Fall nicht verbaut. Das ist optional als Aufpreis. Was ich aber auch habe, im Kofferraum und im WC sind Rauchmelder verbaut, sodass, wenn jemand rauchen sollte und seine brennende Zigarette einfach in den Papierkorb schmeißt, dann würde ich sofort eine Warnung bekommen. So, auch hier habe ich schon vorher geöffnet. Einfach jetzt für den Film. Und wir sehen also hier jetzt Kühler. Ist in dem Bereich, war wie gesagt vorher auf der rechten Seite. Hier haben wir das EAS-System, also das Filtersystem. Das ist kleiner und leichter geworden. Dadurch hat man auch noch mal Platz gewonnen und ungefähr 30 Kilogramm eingespart. Das Fahrzeug hat ja das neue ZF-Traxon-Getriebe an Bord und da haben wir auch noch mal 50 Kilogramm eingespart. Insgesamt ist der Bus im Vergleich zum direkten Vorgänger rund 100 Kilogramm leichter geworden. Also ein leichtes Fahrzeug noch einmal leichter gemacht. Ja? Also wie gesagt, für Euro 6 Motoren ist es eigentlich eher ungewöhnlich, dass wir ein relativ ja noch lichtes Motor-Layout haben, aber VDL hat es geschafft, tatsächlich hier eine Menge neu zu strukturieren und auch sinnvoll anzubringen. Okay, gehen wir weiter. Dann haben wir hier die andere Seite von dem Mehrzweckraum. Und hier kommen dann zwei Klappen. Und man sieht, ich brauche die bloß leicht anklippen und die fahren automatisch nach oben. Womit hängt es zusammen? Ganz klar, es sind Gasdruckdämpfer verbaut. Und wenn die Kamera mal hier
rankommt, einfach mal mir folgt, ruhig ein bisschen näher. Hier sind die Gasdruckdämpfer und die sorgen dafür, dass es gleichmäßig nach oben langsam fährt. Ja? Ich will gerade mal probieren, wie die sich denn schließen lassen. Ist ja auch immer eine nette Geschichte. Vorsicht, Fingerquetschgefahr, aber es funktioniert. So, muss ich nachdrücken? Klickt da was? Nein, die Klappen sind zu. Ja, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Auch bei Premium-Herstellern gibt es so den einen oder anderen, ich will jetzt keinen Namen nennen, wo das nicht ganz so optimal gelöst ist. Aber hier VDL, gute Arbeit geleistet. Wie gesagt, mir gefallen auch diese Griffe sehr gut. Absolut ergonomisch und keine Fingerbrechquetschkonstruktion. Da hat ja leider gerade ein skandinavischer Bushersteller ein neues Fahrzeug auf den Markt gebracht. Ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber der hat tatsächlich noch diese alten Griffmulden verbaut. Eigentlich ein No-Go. Gut, gehen wir weiter. Und hier haben wir dann die Tankbefüllung von unserem 830 Liter Tank auf der linken Seite. Ja, hier gibt es kein Kunststoffrohr, aber man hat ja, wie gesagt, die Handschuhe sowieso schon von der rechten Seite mitgenommen. Gut, geht's weiter nach vorne. So, aber bevor wir nach vorne gehen, hier eine Klappe habe ich vergessen. Und hier vorne befinden sich die beiden Fahrzeugbatterien und der Behälter für die Scheibenwischflüssigkeit. Ich glaube, das sind so 10, 15 Liter ungefähr. Ja, kann man auch relativ gut befüllen. Also, und wir haben da unten auch, wenn die Kamera mal ein bisschen näher rankommt, den Haupttrennschalter. Ja, gut. Ich stehe hier an der Front und es gibt hier beim neuen VDL Futura, im Übrigen habe ich mir sagen lassen, ist die Bezeichnung, bei VDL heißt das Fahrzeug immer noch Futura, also VDL Futura FAD 229, und die Änderungen betragen hier diese Lampenecken, die konnte man früher nämlich ausklappen, heutzutage nicht mehr. Früher war das notwendig, um halt die Glühlampen wechseln zu können, heute kann man also nichts mehr selber wechseln. Womit hängt das zusammen? Ganz klar. Wir haben hier Voll-LED-Scheinwerfer, also LED-Fahrlicht, LED-Fernscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, auch LED-Abbiegescheinwerfer. Ja? Hat ja nicht jeder, also da verbauen tatsächlich viele noch auch große Wettbewerber, ganz normale H7-Birnen. Sieht man dann auch einen großen Unterschied, wirkt alles sehr gelb, hier nicht, tatsächlich alles in einem hellen, tageslichtähnlichen Lichtfarbe. Ja? Also hier braucht man nicht mehr ran. Sollte tatsächlich mal so ein LED-Scheinwerfer kaputt gehen, dann hilft nur noch die gesamte Lampeneinheit zu wechseln. Das wird richtig teuer, aber ich habe mir sagen lassen, das passiert nicht, weil LED geht nicht kaputt. Gut, da mag jetzt vielleicht der eine oder andere drüber schmunzeln. Wir werden sehen, die Zeit wird es bringen und bestimmt kommt dann auch irgendwann mal die eine oder andere Ansage eines Fahrers oder Unternehmers. Was wir aber öffnen können, und das machen wir jetzt auch mal, ist die Bugmaske. Dazu zieht man einfach unterm Lenkrad an einem Hebel und dann kommt die ein Stück raus. Die Kamera kommt ein kleines Stück näher. Die wird hier von so einem Fangbügel gehalten. Den kann ich dann nach unten drücken und dann kann ich diese ganze Maske ablassen. Die wird hier von zwei sehr soliden Fangbändern, Gurten gehalten. Die sind so solide und wir haben hier so ein Riffelblech, hat auch einen Grund. Da kann ich nämlich raufgehen und dann bin ich etwas weiter oben und kann mit einem ja auch kleinen oder kurzen Mückenschwamm, Fliegenschwamm auch hier ran und komme relativ weit nach oben zum Reinigen der Scheibe. Deutlich weiter, als wenn ich hier unten stehen würde. Also durchaus eine praktische Geschichte. Was haben wir noch, wenn die Kamera mal ein Stückchen nach unten kommt? Hier befindet sich der Radarsensor vom AEBS. AEBS ist ja, wie gesagt, ein System, ein Notbremsassistent. Wenn der Fahrer nicht reagiert, weil er abgelenkt ist, eingeschlafen ist oder was auch immer und es droht ein Aufprall, dann fängt das Fahrzeug selbsttätig an zu bremsen und reduziert die Aufprallgeschwindigkeit deutlich. Ja, das ist also der Radarsensor. Hier ein vollwertiges Reserverad. Gut, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein und wir gehen nach innen. So, jetzt sitze ich, wie man unschwer erkennen kann, am Fahrerarbeitsplatz. Der ist durchaus modern strukturiert. Das ganze System ist nicht überfrachtet mit Schaltern. Wir haben so auch, ich sag mal, angedeutete Bediengruppen. Wir haben hier den Lichtbereich. Wir haben hier den Bereich für
Fahrerfenster, Spiegelheizung, Spiegelverstellung, alles hier in dem. Dann haben wir hier noch die Sonnenrollos, die elektrisch betätigt werden. Und wir können hier auf der linken Seite auch das Fahrzeug heben und senken. Hier vorne hat VDL einen Batterietrennschalter. Immer ganz praktisch, wenn man das Fahrzeug verlässt, einfach den Schalter betätigen und man ist safe. Ja? So, dann, ich habe relativ viel Platz. Ja? So weit nach hinten brauche ich gar nicht. Für mich reicht es völlig aus, wenn ich so nochmal zwei Rasten nach vorne gehe. Das Lenkrad kann ich verstellen. Noch in der Neigung hier und auch in der Höhe. Einfach an der Lenksäule ist so ein kleiner Hebel und ich entriegel das Lenkrad. Dann habe ich hier auf der Seite sehr praktisch eine Klappe. Die kann ich öffnen und dann sind die Sachen, die hier sind, auch geschützt. Ja, ich kann hier also Telefone, ich kann hier Karten, Dokumente und so weiter auch unterbringen. So, jetzt würde ich einfach mal kurz die Kamera übernehmen während des Filmens. Genau. Und ich zeige mal ganz kurz, während ich hier weiter rede. Also wir haben hier eine 12 Volt Steckdose und auch noch eine zweite. Da kann man dann, wenn man hat, so einen Adapter hier reinstecken und schon kann man sehr praktisch sein Telefon mit dem entsprechenden Kabel laden. Ja, das ist also sehr gut möglich. Und wie gesagt, hier das Fach lässt sich schließen und dann ist es zu. Dann haben wir hier obligatorisch, ich soll es nicht erwähnen, tue es aber trotzdem, hier ist der Hebel für die Feststellbremse. Es ist nach wie vor immer noch relativ eng, aber ich habe gehört von VDL, auch das wird sich irgendwann ändern. Dann haben wir hier hinten, sieht man es? Ja, man sieht es. Da kann ich auch noch mal eine Flasche reinstellen. Die Flasche lässt sich aber auch in dem Bereich, eine große PET-Flasche, unterbringen. So, dann haben wir hier neben dem Fahrer, da übergebe ich jetzt mal die Kamera wieder. So. Einmal kurz andrücken, leicht länger andrücken. Genau, dann wird es scharf. Ja, genau. Hier haben wir auch noch mal ein Fach. Da kann ich also auch DIN A4 Sachen, habe ich gerade nicht da, aber wirklich reintun. Sehr viel Platz. Und ich habe hier einen Becherhalter. Jetzt will ich mal gucken, ob das praktisch ist. Und dafür, voilà, habe ich eben, die Kamera kann mal hochschwenken, ein Cappuccino mir geholt an der Raststätte. Typischer Kaffee-Togo-Becher. Gut, Öko-Aspekt ist jetzt dahingestellt. Der eigene Becher ist sicherlich besser, aber ich hatte jetzt gerade zu Testzwecken keinen dabei. Werde mich aber bessern. So, und ich will mal gucken, ob der hier reinpasst. Er passt. Und das Gute ist, der hat ja so eine Lamellen, die sind beweglich und dadurch wird der Becher auch fest arretiert. Also er kann nicht hin und her, ja, schlackern. Dann habe ich hier auch noch zwei solche Becherhalter. Der PKW-Kenner wird sich sagen, hat ein Déjà-vu, kenne ich doch. Ja, die stammen nämlich von Audi. Ja, also hier kann der Beifahrer und der Fahrer auch nochmal. Also die Getränkeversorgung, hier zwei, drei, da nochmal zwei Flaschen, ist absolut gewährleistet. Ja, und die lassen sich auch, wie gesagt, ganz einfach wieder reinschieben. Unverständlich, weshalb andere Hersteller sogar vergessen, für den Begleitsitz ja, einen Getränkehalter unterzubringen. Dann haben wir hier in dem Bereich auch noch ein weiteres Fach. Das ist relativ klein. Da kann auch noch mal so Kleinscheiß rein. Ja. Und ja, ich zeige jetzt noch mal kurz das Display selber. Dazu nehme ich wieder die Kamera. Genau. So, also wir haben hier links oben im Bild den digitalen Tachografen. Daneben, wie gesagt, die Bediengruppen und halt hier die beiden Getränkehalter. Dann haben wir hier das CCD Professional von Bosch System, das Radiosystem, Multimedia-System. Ja, ist ein typischer Klassiker. Was wir jetzt aber nicht mehr haben, ist das bekannte Omnibus-Navi, denn VDL verbaut ab sofort nur noch dieses TomTom Bridge-Gerät. Ja, also Bridge für Brücke. Ist also ein Touch-Display. Praktische Sache. Ich kann dann hier auch entsprechend Adressen eingeben und so weiter. Also wie man es von TomTom kennt. Super Sache. Ja. Dann haben wir hier
unser Lenkrad. Das Lenkrad hat ja links und rechts Taster. Die sind auch ein bisschen neu geworden. Also wir haben hier zum Beispiel für den PPC, den Predictive Power Control, also der höhenbasierte Tempomat, die Schalter, hier Telefon, Menü und so weiter. Dann haben wir hier auf der Seite den Schalterblock und mit diesen beiden Tastern hier kann ich auf dem Display hin und her schalten. Ich mache das gerade mal. So, wenn ich jetzt also hier einmal betätige, dann sehe ich den Durchschnittsverbrauch auf den letzten 648 Kilometern. Da sieht man auch 25,2 Liter, ein sehr guter Wert. Und wir haben dann unten ist der Durchschnittsverbrauch ab dem letzten Losfahren und da haben wir noch keinen Wert. Wenn ich jetzt weiter drücke, dann bekomme ich so die Luftdrücke, Temperaturen. Ja. Und wenn ich nochmal weiter drücke, dann bin ich im normalen Bereich, also im normalen Modus. Wenn ich jetzt fahren würde, dann würde hier der Abstandsregeltempomat standardmäßig aktiviert sein. Das ist nämlich auch serienmäßig an Bord verbaut. PPC allerdings ist Aufpreis. Ja. Also die Armaturen, Lenkrad und so weiter, auch bekannt von DAF. Kein Wunder, wir haben halt eine DAF-Dreiflein hier an Bord. Gut, geschaltet wird, wie gesagt, mit dem ZF Traxon. Das ist das neue automatisierte Schaltgetriebe. Hier ist der Wählschalter. Ich habe Rangiermodus auch für die Rückwärtsfahrten, auch wenn ich vorwärts fahre. Das heißt, dann ist die ganze Geschichte nochmal deutlich angepasster und ich kann feinfühliger fahren. Gut, was mir aufgefallen ist, die Spiegel, die hängen relativ weit oben. Vielleicht ist es auch gar nicht so weit oben. Was aber so auffällt, ist, dass die Spiegel deutlich näher am Fahrzeug sind als bei anderen Fahrzeugen. Das hängt auch unter anderem mit dem 60 Grad Lenkeinschlag zusammen. Dadurch können nämlich die Spiegel näher am Fahrzeug montiert werden. Ja. Also wie gesagt, das ist so eine Gewöhnungssache, sieht man das hier auch. Man muss tatsächlich den Kopf ein bisschen weiter nach oben heben, um in die Spiegel zu gucken. Aber es funktioniert und hat auch schon immer funktioniert. So, jetzt habe ich mich mal ganz nach hinten gesetzt. Also ich bin jetzt fast 13 Meter entfernt, komme aber etwas näher. Dieses Fahrzeug, der Testbus, hat nur 48 Fahrgastplätze. Das ist wirklich großzügig. Das ergibt einen Sitzabstand. Da befinden wir uns dann im 4-Sterne-Bereich. Das Fahrzeug für Deutschland kann aber mit bis zu 57 Fahrgastplätzen bestuhlt werden. Was wir hier gerade nicht an Bord haben, ist eine Podestküche, dafür aber eine Toilette. Die Toilette im Übrigen kann sowohl als Chemietoilette als auch als Wassertoilette ausgeführt werden. Im Innenraum hat sich im Zuge der Kraftstrang-Motorerneuerung nichts geändert. Hier ist alles beim Alten, wobei alt relativ zu sehen ist. Der VDL steht ja durchaus für eine, ich sage mal, robuste Zweckmäßigkeit. Er ist jetzt nicht übertrieben schick gehalten, aber eben praktisch. Ja, wir haben in der Rückenlehne der Sitze USB-Steckdosen. Wir haben zwischen jedem Doppelsitz eine 220-Volt-Steckdose. Klar, das ist eine Option, die der Busunternehmer dann ordert bei der Fahrzeugbestellung, aber möglich ist es. Genauso wie ich beispielsweise auch WLAN-Router-Multimedia-System hier verbauen kann. Lassen kann. Also auch VDL ist da völlig offen für die Kundenwünsche. Wir haben hier, das sieht man jetzt nicht, weil tags ist, aber auch überall LED-Beleuchtung. Nicht nur außen ist alles voll LED, also auch innen. Das Fahrzeug hat abends eine sehr schöne Nachtbeleuchtung in Verbindung auch mit den Leseleuchten. Ich blende jetzt gerade mal ein Foto ein, dann sieht man, wie das Ganze wirkt. Also habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Ansonsten sind das Sitze, die kommen von, von wem kommen denn die? Brusa. Brusa, das sind Brusa-Sitze. Nach VDL-Entwurf. Genau, und Brusa-Sitze sind doch türkische Produktion, ne? Stimmt, ja. Genau. Ja, und wir haben hier Brusa-Sitze aus türkischer Produktion, allerdings gefertigt nach VDL-Vorgaben. Und wir haben ja nicht jeden Sitz mit Wasserpuppen beladen. Das tun wir ja, um das Gewicht zu simulieren, damit wir auch realistische Verbrauchsmessungen durchführen können. Sondern wir haben vorne die erste Doppelsitzbank. Wir haben in dem Bereich, die Kamera kann ja mal kurz folgen, einen Sitz freigelassen.
Und man sieht dann hier auch schon, also die Ergonomie ist gegeben. So, ich habe einen guten Rückenhalt, Seitenhalt, ja, also durchaus langstreckentauglich. Hier, wie gehabt, auch Fußstützen und so weiter, Gepäcknetze. Ja, also ganz normaler Standard. Die Decken sind bespannt mit einem sehr angenehmen, mit einer Art Stoff, ja, ein bisschen in Velour-Optik. Dann haben wir hier in dem Bereich nochmal ein abschließbares Fach. Hier die auf dem WC lässt sich beispielsweise auch noch eine Espressomaschine installieren, was auch immer. Da ist der Unternehmer relativ frei. Wenn die Kamera nochmal ein Stückchen mitkommt und einmal kurz um die Ecke filmt, dann sieht man hier nämlich den Punkt, in dem man zum Beispiel Müll loswerden kann. Da kommt man dann vom Kofferraum aus ran. Ja, und hier ist dann das WC. Ja, so ein WC ist sehr weit unten. Ich demonstriere das mal. Für mich stellt es jetzt kein Problem dar. Aber tatsächlich, wenn die Kamera mal von da filmt, sieht man natürlich so, man muss sich schon so ein bisschen aus der Toilette falten. Aber das Problem haben wir eigentlich bei fast allen Hochdeckern. Das kann halt nur gelöst werden, wenn wir ein Heck-WC haben. Das ist ja dann ebenerdig. Hier auch ganz besonders einfach, weil wir haben keine Podeste. Das ist ja typisch VDL, verzichtet eigentlich schon immer auf Podeste. Das heißt, wir haben dadurch auch eine leichte Erhöhung vom Gepäckraum. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Der VDL Futura ist ein Fahrzeug, mit dem es sich gut arbeiten lässt, gut wirtschaften lässt. Ich hatte es ja schon erwähnt, im Kamera läuft, Bus fährt. Die TCO, die Lifecycle-Kosten sind spektakulär gut. Und damit einher geht ja auch immer zwingend ein geringer Kraftstoffverbrauch. Und das erfüllt dieser Bus. Wir hatten auf unserer schweren Superteststrecke mit dem 13-Meter-Fahrzeug einen Gesamtverbrauch von 25,2 Litern. Mal zum Vergleich. Vergleichbare Wettbewerber kommen da auf 27, 28 Liter. Ja, also da sind wir schon in einem ordentlichen, spektakulären, also respektablen Bereich. Ja. Und wir haben auf dem letzten Stück der Autobahn, ich habe es auch schon erwähnt, 16,23 Liter Durchschnittsverbrauch gehabt. Auch das ist ein Wert. Da kann man nur sagen, alle Achtung. Ja. Da spielen natürlich viele Maßnahmen rein. Einmal die Gewichtsreduzierung, das Gesamtgewicht ist ja sehr gering. Dann haben wir tatsächlich mit dem neuen Traxon-Getriebe auch die Möglichkeit jetzt mit diesem höhenbasierten Tempomaten. Das heißt, ich gehe sehr viel in den Leerlauf rein automatisch. Das Fahrzeug erkennt eine Kuppe, eine Steigung, ein Gefälle, kuppelt aus, schaltet rechtzeitig hoch oder auch runter. Ja? Also geht dann auch mit der Geschwindigkeit bis zu 5 km/h beispielsweise nach unten. Einfach um das mögliche Optimum rauszuholen. Was mir gestern aufgefallen ist, eine sehr interessante Geschichte, wenn ich im normalen Fahrbetrieb bin, auf der Autobahn oder auf der Landstraße, nicht im Tempomatbereich, also ich fahre, und dann gehe ich einfach vom Gas runter, lasse das Fahrzeug rollen. Nach ungefähr einer Sekunde oder anderthalb Sekunden geht das Fahrzeug immer zwingend in den Leerlauf. Das heißt, dann segle ich sozusagen. Wenn ich dann die erste Retarderstufe ziehe, dann kuppelt er sofort wieder ein und ich nutze auch das Motorschleppmoment zum Abbremsen. Ja? Aber grundsätzlich, das habe ich so auch noch nie gesehen, ZF Astronic konnte das nicht. Sobald ich vom Gas runtergehe und in den Schubbetrieb, ja, dann schaltet das Getriebe, das neue Traxon, in die Neutralstellung. Eine schöne Sache. Ja, dazu kommt auch noch, was VDL interessanterweise gar nicht bewirbt. Dieses Fahrzeug ist nämlich auch wie seine anderen Wettbewerber in der Lage, bei höheren Geschwindigkeiten das gesamte Fahrzeug abzusenken, und zwar um 2 cm. Und das nicht erst ab Geschwindigkeiten jenseits der 90 km/h, sondern bereits ab 70 km/h. Macht ja auch Sinn, weil auch bei 70 schiebe ich schon eine gehörige Wand vor mir her. Ja, also mit Windwiderstand. Also bereits ab 70 gehen wir nochmal runter. Das verringert auch nochmal die Windwiderstandsfläche. Ja, also alles in allem viele Maßnahmen, die Sinn machen. Auch der Motor, die DAF-Maschine ist ja ein durchaus anerkannt sparsames und auch zuverlässiges Aggregat. Ja, also insgesamt, man kann mit dem Fahrzeug gut arbeiten. Dazu kommt ein Preis, der durchaus interessant ist. 270.000 Euro ruft VDL für den Testbus hier aus, den 13 Meter. Ist jetzt nicht das Megaschnäppchen, aber es ist immer noch in einem
sehr, sehr günstigen Bereich. Ja? Gut, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein und ich sage mal bis zum nächsten Mal.